Kolumne Euroschau, wo die EZB nichts zu suchen hat, stand, 13.12.2017, 15.29 Uhr Seitenanfang. Mit dem Kauf von Staatsanleihen will die EZB den Euro stabilisieren. Doch damit nicht genug, die Zentralbanker kaufen auch Firmenpapiere und führen damit das System ad absurdum. Das hat Folgen von Klaus-Rainer Jakisch, HR Bruno Ewald Steinhoff wusste schon immer, was er will. Der Möbelhändler aus dem westfälischen Herzebrock erkannte nach dem Mauerfall die Chancen der deutschen Wiedervereinigung. Er investierte massiv in die ostdeutsche Möbelindustrie und legte damit den Grundstein für sein jetziges Imperium. Heute ist die Steinhoff-Gruppe weltweit der größte Möbelproduzent und Händler nach IKEA, hierzulande vor allem durch die Billigkette Posse, bekannt. Doch schon beim Börsengang in Frankfurt vor 2 Jahren gab es Gerüchte über Bilanzmanipulationen. Seitdem ermittelt die zuständige Staatsanwaltschaft Oldenburg. Jetzt haben sich die Spekulationen verdichtet und die Aktie des einstigen DAX-Aspiranten stürzte in den Keller. Nicht nur sie, auch die Anleihen der Steinhoff-Gruppe werden immer weniger wert. Die Anleger bekommen kalte Füße. EZB hält Steinhoff-Anleihen zu dumm, nur, dass auch die Europäische Zentralbank Steinhoff-Anleihen im Depot hat. Wie viele es sind, wird nicht verraten. Doch der Bestand dürfte beträchtlich sein, schließlich ist Steinhoff einer der großen Emittenten. Die gekaufte Anleihe befindet sich derzeit auf Platz 644 der von der EZB veröffentlichten Liste aller erworbenen Unternehmensanleihen, insgesamt sind es weit über 1.000 Titel. Seit den Währungshütern im Zuge ihres umstrittenen Anleihekaufprogramms schwante, dass die zum Verkauf stehenden Staatsanleihen ausgehen würden, setzten sie den Kauf auch anderer Anleihearten durch. Von Anfang an umstritten war dabei der Erwerb von Unternehmensanleihen. Zum einen, weil der Kauf von Anleihen gut gehender Unternehmen das eigentliche Ziel des Kaufprogramms ad absurdum führt. Denn die EZB will mit dem Programm ja die Wirtschaft ankurbeln, indem neue und nicht etablierte Unternehmen in den Markt eintreten, um so neue Arbeitsplätze zu schaffen. Zum anderen bestand von Anfang an die Gefahr, dass die Anleihen auch ihren Wert verlieren könnten und die EZB, genauer gesagt der Steuerzahler, dann auf der Zeche sitzen bleibt. Fragwürdige Politik, genau das könnte nun bei den Steinhoff-Anleihen eintreten. Das investierte Geld ist möglicherweise zum größten Teil futsch. Unter dem Strich wäre das nicht so schlimm. Denn die überwiegende Zahl der Titel auf der EZB-Kaufliste ist grundsolide und erwirtschaftet deutliche Gewinne. Verluste im Gesamtdepot sind am Ende eher wenig wahrscheinlich. Dennoch zeigt der Steinhoff-Fall einmal mehr, wie fragwürdig die Politik der Anleihekäufe generell und im Fall der Unternehmensanleihen im Besonderen ist. Es ist ein Geschäft, in dem die EZB nichts zu suchen hat. Zumal sie durch ihr Eingreifen den Anleihemarkt verzerrt, so dass er in vielen Bereichen nicht mehr richtig funktioniert. Die Turbulenzen um Steinhoff sind somit auch Wasser auf die Mühlen derjenigen, die von der EZB endlich einen konkreten Ausstiegsplan aus ihrer Anleihenkaufpolitik fordern. Auch im EZB-Rat werden die Stimmen immer lauter.